Ja, hi, da bin ich nochmal aus Frankfurt von der BLW 1. Heute ist Freitag und ich weiß noch nicht genau, wann der Vlog online kommen wird. Jetzt haben wir gerade 11.30 Uhr, die ist eben angekommen, also Marco und ich. Und schauen wir mal, was wir heute filmen. Also ihr habt ja bestimmt jetzt schon ein paar Videos gesehen, also ich habe ja doch ein paar ganz gute Sachen bekommen. Also jetzt ein paar Mal hier Löschzug, Überfallkommando. Dann den Arten-Umweltschutzzug, dreimal insgesamt bis jetzt. Also zwar nur einmal am Stück, aber die Fahrzeuge sind bis jetzt schon dreimal gefahren. Dann habe ich ja auch zweimal so einen Kommandowagen C-Dienst vom Tagdienst bekommen. Also so ein zusätzlicher Einsatzleiter, der halt nur bei größeren Lagen oder bei Paralleleinsätzen fährt. Und das kommt wohl auch nicht so häufig vor. Genau. Mal schauen. Also ich würde jetzt gerne schon Rüstzug Schiene filmen, weil das ist somit das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt von der Wache. Wäre natürlich cool, wenn die heute mal führen. Zumal ich jetzt erfahren habe, dass in der Woche jetzt zweimal PKW gegen Straßenbahn in Bonn gewesen ist. Natürlich schon lustig und ich warte nicht auf sowas. Naja. So ist das. Aber man hätte eigentlich machen müssen, dass dann die Rüstwagen in China nach Bonn fahren, so überdeutliche Hilfe leisten. Dann hätte ich sie jetzt zweimal gehabt. Aber gut. Jo, ansonsten habe ich jetzt eigentlich nicht so großartig Neues zu erzählen. Das meiste wisst ihr ja schon. Es gibt auch hier noch ein paar neue Kommentare. Und das erste ist von 112 Regensburg 112 und er schreibt: Hast du eigentlich auch schlechte Videos? Super Video, like. Ja, darauf habe ich ja schon geantwortet. Also ich habe schon mal von ein paar Leuten ein paar Videos runtergeladen. Ja, nee, Quatsch, also ich mache natürlich teilweise auch schlechte Videos sozusagen, aber ich sag mal, meine Kameraqualität ist ja an sich ganz gut, also fällt das schon mal mehr oder weniger aus. Und jetzt so rein vom Filmen her würde ich mal behaupten, dass es mir da eigentlich auch gelingt, die meisten Videos dann im Endeffekt gut werden zu lassen. Ich sag mal, so schlechte Videos passieren im Prinzip nur, wenn ich halt irgendwie was von hinten filme, weil ich es halt eben von vorne nicht mehr hätte kriegen können. Und solche Videos lade ich halt einfach nicht hoch, ne? Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie SEK war oder halt irgendwas, was man jetzt nur einmal im Jahr filmen kann oder so. Also von daher wird es wahrscheinlich eher weniger schlechte Videos bei mir geben. Aber ich werde vielleicht erstmal eins hochladen, mal schauen. Aber ich sag mal, bessere Videos sind natürlich auch mal besser als schlechte, ne? Sagt ja schon das Wort, bessere Videos. Ach, sag ich, ja genau, und da kommt der nächste Kommentar von NPS168 und der schreibt, sehr geil. Dann noch beide mit LEDs. Dann fragt 1123 Fahrten, wieso eigentlich Überfallkommando? Hat das irgendeinen Hintergrund, zum Beispiel andere Bewaffnung, bessere Ausbildung? Und darauf hat jetzt Firefighter 5276 geschrieben, das liegt ein wenig an der Vergangenheit der Gruppe. Ursprünglich wurde das Fahrzeug für Überfälle, Raub etc. bereitgestellt und besetzt. Der Grund war, dass der Kräfte... Ansatz hoch sein musste und die Kräfte rasch in einem Rutsch zur Einsatzstelle verlegen konnten. Ja, ich denke mal, das sind auf jeden Fall schon mal so die wichtigsten Gründe. Ansonsten ist halt der Name eben halt, wie Marco ja schon geschrieben hat, eben von früher noch. Ich sag mal, heutzutage würde sowas eventuell nicht mehr so genannt. Also ähnlich ist ja jetzt zum Beispiel dieses Unterstützungskommando, was es ja in Bayern gibt, wobei das eigentlich jetzt nicht so genau zu vergleichen ist, weil das ist ja mehr schon wie so eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Und hier in Hessen gibt es ja nur in Frankfurt, und die werden ja, so viel ich weiß, nur in Frankfurt eingesetzt bei bestimmten Lagen. Ähnlich wie halt so Diensthundeführer. Ja, nur die fahren scheinbar nicht recht selten. Also gerade eben habe ich es ja auch verpasst. Aber die habe ich ja jetzt noch gar nicht gefilmt. Ja, dann schreibt, glaube ich, sind ein zwei geiles Video. Ja, 112 Fires schreibt, du hast eindeutig zu viel Glück. Ja, das kann man halt auch so sagen. Natürlich, zum einen liegt es natürlich am Glück, aber zum anderen ist es halt auch so, dass ich mir halt vorher ganz genau überlege, wann man wie, wo am besten filmt. Und dann ist es halt schon auch ein bisschen eben, dass man es auch berechnen kann oder von der Wahrscheinlichkeit halt her ausgehen kann, ob man da eventuell was kriegt oder nicht. Also es ist halt jetzt nicht nur Glück, ne? Also klar, man muss auch ein bisschen Glück haben, dass was fährt, aber gibt halt auch so ein paar Faktoren. Wenn man die halt mit einbezieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass man eben Sachen filmt, die man auch vielleicht nicht jeden Tag filmt. Ja, 112 Regensburg 112 schreibt, ach komm, ich lade doch mal die schlechten Videos hoch. Ja, also ich habe natürlich ein paar schlechte, wie gesagt, aber ich werde jetzt natürlich erstmal so die besseren hochladen. Das sind ja noch genug, das sind ja um die 1000, also und wenn ich die alle hochgeladen habe, dann können wir mal darüber reden, ob ich vielleicht mal irgendwie hier so das Fahrzeug vom Tiefbauamt hochlade, was zum Beispiel keine richtige Einsatzfahrt war, aber dann will ich natürlich jetzt erstmal die hochladen, die halt schon besser sind. Blaulicht Ruhrgebiet schreibt, die Mischung aus Duisburg und Düsseldorf kommt wahrscheinlich vom Namen Duisdorf. Duisburg, Duisburg-Dorf, Düsseldorf, ja genau. Ja, wahrscheinlich ist das so. Einsatzfahrten Essen schreibt,
und dem GTLF von hinten. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, worauf das jetzt eine Antwort sein sollte, weil jetzt wurden hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Kommentare gelöscht und zwar auch nicht von mir. Weiß nicht, ob da jemand peinlich war, dass er keine Rechtschreibung beherrscht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt hier noch irgendwie, keine Ahnung, was war das für Joel-Fans oder so. Also bei uns im Bottrop gibt es eine Berufsfeuerwache 1 und dann haben wir noch 9 freiwillige Feuerwehren, die je eigene Gerätehäuser haben. Also zum Beispiel eine freiwillige Feuerwehr ist die Bottrop Altstadt, die heißt dann Leuchtturm 11. Dann geht das bis Leuchtturm 8. Es wird also jedes Gerätehaus gezählt, was auch sinnvoll ist. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das beantwortet jetzt, glaube ich, nicht so ganz meine Frage. Ich hatte ja nicht behauptet, dass diese Gerätehäuser nicht gezählt werden, sondern oder einzelne Gruppen oder Löscheinheiten von der Freiwilligen Feuerwehr, sondern die Frage ist ja die, ob das dann als eigene Feuerwehr gezählt wird oder halt eben nur als eben eigene Löschgruppe von einer Feuerwehr. Also beispielsweise jetzt, wenn du halt sagst, die Feuerwehr selber ist halt Bottrop, aber dann eben die Löschgruppe Altstadt, ob das halt eine eigene Feuerwehr jetzt für euch ist oder ob du jetzt sagst, nee, das ist halt nur eine Löschgruppe von der Freiwilligen Feuerwehr Bottrop. Das wäre halt die Frage. Vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen spezieller darauf antworten, weil ansonsten hat auch jetzt, glaube ich, keiner darauf geantwortet, auf die Frage. Ja, Kreis 490 schreibt, Bonn ist einfach geiler. Ja, das weiß ich nicht. Also ich finde es in Frankfurt an sich eigentlich auch ganz gut. Ich sag mal, jede Stadt hat Vor- und Nachteile. Ich finde es natürlich sehr schade, dass das Tiefbaumtier keine Sonderrechte hat, ne? Nee, also ich sag mal, im Großen und Ganzen finde ich Frankfurt schon gut. Ob das wirklich besser als Bonn ist, weiß ich nicht. Also hat halt alles Vor- und Nachteile. Zum Beispiel hier gibt es dafür ein Überfallkommando, das haben wir jetzt so in Bonn nicht. Ich weiß nicht, was gibt es in Frankfurt noch, was man sonst in Bonn nicht haben? Ich weiß es gar nicht. Gut, so viel gibt es jetzt in Frankfurt, glaube ich, nicht. Gut, einen größeren Flughafen. Ich weiß nicht, ansonsten wüsste ich jetzt so konkret gar nichts. Ja, aber auf jeden Fall finde ich es hier nicht so schlecht. Also Frankfurt wäre auch mit so einer Stadt, wo ich mir auch denken könnte, halt eventuell halt zu wohnen. Weil ich finde es eigentlich schon so ganz gut hier. Aber gut, hat natürlich jeder seine eigene Meinung. The NPS 168 schreibt, ich weiß, wer den Kommentar mit dem Mehrzweckfahrzeug als Spam gekennzeichnet hat. Er verfand es mit einem seiner Accounts, schöner Vlog. Bei dir sieht man mal, wen man alles abonniert hat. Also das war's zu den Kommentaren. Die restlichen werden jetzt noch eingeblendet, das kennt ihr ja schon. Und dann müsst ihr mal die Daumen drücken, dass ich jetzt auf den Rüstung Schienen filme. Und ja, wenn das klappen würde, wäre natürlich echt cool. Ja, und ein paar andere Videos kommen dann jetzt die Tage noch online aus Frankfurt. Ich muss mal gucken. Also insgesamt werde ich jetzt, glaube ich, so um die 20 Videos haben, die ich hochladen kann. Schauen wir mal. Ja, und dann melde ich mich dann eventuell später nochmal. Oder sonst in einem nächsten Vlog. Also bis dann. Ciao.